Was ging dieses Jahr eigentlich beim KFS? Naja, also erst haben wir ca. 100.000 St. Blasier befragt, was ihnen in der Stadt nicht passt. Und dann haben wir das dem Bürgermeister gezeigt und dann hat er gesagt, was ihm auch nicht passt. An den Projekttagen hat jeder Schüler die Möglichkeit gekriegt, an Projekten teilzunehmen. Und danach haben wir eine mordsmäßig lange Menschenkette durch St. Blasien gebildet. Beim Internatcup haben Internate gegeneinander einen Cup gespielt. Naja, und dann war in St. Blasien auch mal wieder die Luzi los. Am IT-Tag kamen sehr viele große Firmen, wie zum Beispiel die Deutsche Telekom oder Facebook oder auch Google, ans Kolleg und haben mit uns coole Sachen gemacht. Naja, und jetzt haben wir schon wieder Pfingsten. Das heißt, Lennart muss wieder im KFS übernachten. Ja, ich übernachtet nicht im KFS. Schlechte Idee. Oh, und ich habe noch ganz vergessen, wir haben sau vieles geiles neues Equipment gekriegt. Das muss ich euch noch zeigen. Ey, yo, Lennart? Ja? Wir haben noch die Hälfte vergessen. Das heißt? Ja, und was machen wir für eine Verabschiedung? Schöne Ferien. Schöne Ferien. Das muss ich nochmal machen.